Bei dieser Aufgabe dreht sich es darum, dass man vier Geraden einzeichnen soll. Und dann hat man unten ein paar Schnittpunkte gegeben und man soll. Einfach nur schauen, welche Schnittpunkte tatsächlich in der Zeichnung vorkommen. Gut, okay. Schauen wir uns das mal an. Vier Geraden, äh, ja, wir haben hier 3x plus y ist gleich 0. Ich habe das da schon umgeformt, also ich habe die 3x auf die andere Seite rübergebracht. Da sieht man, dass die Steigung minus 3 ist und das d ist 0. Es gibt kein d. Und das heißt mal, die Gerade geht durch den Nullpunkt und steigt um 3 nach unten. Also hier. Geht durch den Nullpunkt und steigt. Um 1, 2, 3 nach unten. Das ist mal die erste Gerade. Gut. Bei der zweiten Gerade brauche ich ja nur den Punkt, also den Stützpunkt und die Richtung einzeichnen. Also ich zeichne mal, ich zeichne mal den Punkt minus 4, 2. So, wo haben wir den Punkt? Minus 4, 2 ist hier. Und die Richtung ist 9 und 3. Also ich gehe von diesem Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In die Richtung und 1, 2, 3 in die Richtung. Ja, damit, ich kann den Richtungsvektor auch einzeichnen, obwohl das im Prinzip egal ist. Ja, das wäre der Richtungsvektor, aber jedenfalls die Gerade geht so in diese Richtung hier weiter. Gut, okay, das war Nummer 2. Jetzt haben wir Nummer 3, die Gerade heißt minus x plus 4, also äh, der Schnittpunkt mit der y-Achse ist plus 4 und dann ist die Steigung minus 1. Also, ich fange hier an. Was war plus oder minus 4? Ja, war plus 4 plus 4, und Steigung minus 1, also äh, pro 1 nach rechts äh, geht es um 1 nach unten, also schaut die Gerade hier so aus. Das ist die da, die ist auch ganz schnell eingezeichnet. Und die letzte Gerade x ist gleich 2. Na ja gut, wo sind alle Punkte, die die x-Koordinate 2 haben? Die sind hier, oder hier, oder hier, oder hier, oder hier, oder hier, oder hier. Diese Punkte haben alle die x-Koordinate 2, also ist das diese Gerade hier. So, und jetzt brauche ich nur schauen, welche Schnittpunkte da übereinstimmen. Gehen wir es mal durch. Der erste Punkt, der da steht, ist 1 minus 3. Also schauen wir uns das mal an. 1 und minus 3. Da geht zwar die Gerade durch, aber es ist kein Schnittpunkt von zwei Geraden, also nicht ankreuzen. Nächster Punkt. 2, 2. So, schauen wir uns das mal an. 2, 2. Da schneiden einander zwei Geraden, also ankreuzen. Und in der Art geht es weiter. 2 minus 2 so, schauen wir, 2 minus 2 ist hier. Hier ist kein Schnittpunkt von 2 Geraden, also nicht ankreuzen. Dann haben wir minus 1 und 3. Minus 1 und 1, 2, 3. Da treffen sich wieder 2 Geraden, also ankreuzen. Und minus 2 und 6. Minus 2 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier schneiden sich wieder 2 Geraden, also wieder ankreuzen. Und fertig.